Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Contractville. So, wir haben das letzte Mal die Küche gemacht und den Essplatz. Und heute stehen die letzten Teile hier noch an für das Wohnzimmer. So, und habe ich schon was bestellt? Es könnte durchaus sein, dass ich schon mal Bilder hergeholt habe. Gucken wir mal, wie die sind. So, ich habe verschiedene geholt. Ich platze das jetzt mal einfach hier in die Mitte, weil ich einfach mal sehen wollte, wie groß die Teile sind, ob die ungefähr gleich groß sind oder... warte mal, dich mal weg. Okay, und das ist noch größer, ne? Okay, dann würde ich sagen, dass ich das mal weg tue. So, wir nehmen das da, das große. Weil ich meine, die Wand ist ja wirklich groß genug, ne? Dann nehmen wir die zwei hier. Die kommen dann hier hin. Die machen wir mal übereinander, untereinander, wie auch immer. So, weil die ungefähr gleich groß sind. Und sie machen wir dahin. So. Gut, dann habe ich im Möbelhaus jetzt schon mal zwei Sachen vorbereitet. Einmal diesen Lavion Polar Kaffeetisch und einmal einen großen Teppich. So, holen wir mal. Ich bin jetzt mal gespannt, weil den Teppich müssen wir zuerst hinstellen. Hinlegen, meine ich, nicht stellen. Wobei, seit das mit dem Badezimmer war, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob man tatsächlich alle Sachen hinlegt. Ja, passt. Wir haben doch da dieses komische Ding hier gekauft, wo eigentlich da steht Badematte Vorleger, aber was mir überhaupt nicht davor legt. Sorry, jetzt musste ich euch nochmal das Grüne antun, ne? So, okay, das passt mit dem Teppich. Dann würde ich nämlich sagen, tun wir die Sessel. Die stellen wir jetzt hier so. Oh, der liegt aber nicht gerade, ne? Ah, so ist er gerade, okay. So, jetzt. Der ist immer so ein Millimeter noch verschoben, ne? Der kommt dahin. Und der kommt Ausrichtung ungefähr, dass es passt. Hier haben wir wenigstens Platz. Ja, der ist doch schön. Ups. Der ist doch nice. Der passt doch hier mit her. Wunderbar. So, jetzt fehlt hier noch ein Schrank. Okay. Warte mal, dann kann ich dich doch mal wegmachen. Dann mache ich dich dahin. Und dann stellen wir hier noch einen Schrank her. Schauen wir mal, Wohnzimmer. Ob wir hier irgendwas finden. Das muss ja nichts Großes sein. Also ich würde jetzt nicht so ein Bücherregal mir holen. Bücherregal, Kleiderständer. Ja, irgendwie hier so ein Sideboard vielleicht. Vielleicht zählt es als Schrank. Oder warte mal, gib mal Schrank ein. Gucken wir mal, wie groß das Ding ist, ne? So. Körper in... So. Obendrauf in so. Und die Schubladen dann auch in schwarz. Machen wir einfach mal das da. Und da ich nicht weiß, ob das tatsächlich ausreicht. Das sind schon stylische Sachen hier, ne? Aber viel zu groß. Also ich gehe mal davon aus, dass diese Dinger riesig sind. Nehmen wir mal das da noch.
Schubladen. Schwarz, oben schwarz. So. Bestellen wir halt mal. Einfach mal gucken. Die haben mich immer aufmerksam gemacht, ne? Sie sind im Begriff, sich das wirklich liefern zu lassen. So. Okay. Und? Okay, es zählt als Schrank. Das ist ja schon mal gut, aber wir brauchen ja 3 Stück, ne? Und Tische brauchen wir 2 Stück. Das heißt, ich müsste den hier eigentlich... Ah, nee, warte mal. Wohnzimmer. Wir schauen noch mal, was wir hier noch vielleicht an Seitentischen haben. Hier sowas da. Das da. Körper schwarz. Beine schwarz. Hoffentlich zählt es. Ansonsten, wir haben ja noch die eine Wand, wo wir ja auch noch vielleicht einen Schrank hinstellen könnten. Jawohl, das zählt als Tisch, das ist doch wunderbar. Okay, da passt es irgendwie nicht. Wir könnten das doch einfach hier... Oh ja, hier ans Sofa. Wir stellen jetzt hier so ans Sofa ran. Passt. Passt, passt, passt. Okay, und dann haben wir noch das Teil hier. Das ist jetzt natürlich ein wenig groß, ne? Man könnte höchstens sagen, man macht so eine Art Raumteiler her, dass ich 2 solche Teile dahin stelle. Mach einfach mal. Okay. Ich müsste dich irgendwie hier dahinter stellen. Das geht aber nicht, ne? Ah doch. Ich komme da schon irgendwie hin. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Schrank. So, welcher warst jetzt du? Das sind die großen. So, sehe ich den nicht? Das sind große. Fernsehschrank. Warte mal, vielleicht machen wir auch wirklich einen großen Schrank hin. So wie eine Art Raumteile oder sowas. Wollen wir uns den mal angucken? Und das Ding ist riesig, ne? Keine Ahnung, für was das sein soll. Ob das ein Fernseher sein soll? Ich weiß es nicht. Körper machen wir allerdings auch in dem. Und das Licht... Ach, das ist da oben, das in weiß. Bestell einfach mal. Ich möchte einfach das Ding mal sehen. Das können wir doch da hinstellen, oder nicht? Ist halt jetzt blöd mit dem Lichtschalter, aber ich denke, das passt doch so, oder? Ich bin mal auf diese Updates gespannt. So, schauen wir mal, wie fett das Teil ist. Okay, der ist wirklich groß. Ich weiß auch nicht, wo jetzt da vorne und hinten ist. Ich denke mal, dass das hier hinten ist. Keine Ahnung, ob man da ein Bild dran machen kann oder für was das gut sein soll. Ist egal. Es hat auf jeden Fall als Schrank gezählt. Das Einzige, was ich da noch machen könnte, das ist, wenn ich die Teil... Ah, nee, warte mal.
Der steht nicht gerade, ne? Doch, der steht gerade. Wenn ich diese Teile einfach noch ein bisschen nach hinten schiebe, bis sie dran stehen. Der steht doch nicht gerade. Warte mal. Stell das nochmal weg. Der nochmal weg. Der nochmal weg. Ja, ist minimal verschoben. Eigentlich sollte der so rumstehen, ne? Schieben wir den mal so weit ran, bis an die, an den Sessel da. Und dann schieben wir die Sessel einfach hier an die Lücken. So, Mädel, ich häng dich nochmal ab. Nee, okay, also das ist nicht dafür gedacht, weil ich mir jetzt dachte, dass man da vielleicht ein Bild hinhängen kann oder so. Keine Ahnung. So, wir könnten dann hier noch Tisch sowas da dazwischen schmeißen. So. Wunderbar. Den schieben wir jetzt einfach hier noch dazwischen. Der ist aber auch unförmig, hier dieser Tisch. Gut. Damit soll es das sein. Und dann würde ich sagen, kommt zum einen hier bitte mal ein Licht. Das Licht ist schon wieder abgeschlossen, ne? Das ist ganz komisch. Also jedes Mal, wenn man sich neu reinlädt in das Spiel, sind die Lampenanschlüsse weg. Keine Ahnung warum. Hier könnte man natürlich dann auch nochmal irgendwas hinstellen, keine Ahnung. Also Platz ist auf jeden Fall genug. So, und jetzt, meine lieben Liebenden, mach weg, mach an und stell um. Oh, jetzt geht es wieder nicht. Okay, warte mal. Wir haben... Nee, das lasse ich jetzt. Das mit den Vorhängen. So, ein Schlafzimmer. Wir brauchen natürlich hier ein Bett. Jetzt gucken wir erst einmal, was wir hier so haben. Die sind, glaube ich, alle sehr groß. Ich würde sagen, dass wir auf das hier gehen. Matratze in Weiß. Die Hauptdecke in Kastanienbraun? Das ist doch kein Braun. Kopfkissen rot. Kopfkissen heller. Kopfteil Kastanie. Die Extradecke rot. Die kleine Decke. Ja. Unten, was auch immer das sein mag, das ist wahrscheinlich die Beine oder sowas, keine Ahnung. Ah ja, das Teil, okay, das ist dann auch Kastanie. Beine schwarz, so. Bestellen. Ich muss das jetzt halt liefern lassen. Keine Ahnung, was ich jetzt da bestellt habe, 9000, okay, wenn das so teuer war, ne? Ist ja egal. Also mir geht es hier nicht ums Geld oder sowas. Das ist mir total egal. So, das kommt dann wunderschön hier vor die Fenster. Dann brauchen wir, also hier sollte normalerweise ein großer Schrank hinpassen, oder? Nee, nicht Wohnzimmer, Schlafzimmer. Wobei die halt schon sehr groß sind, ne?
Vielleicht, wenn wir zwei solche kleine nehmen. Die machen wir alle in einem hellen Holz oder sowas. Das Glas, da gibt's Glas, okay. Keine Ahnung, also da würde ich jetzt mal zwei bestellen. Schublade. Ach ja, stimmt. Schlafzimmer, da gibt es ja noch diese kleinen Konsolentische, Nachttisch. Schauen wir mal, was es da noch gibt. Dass wir da irgendwas Einfaches nehmen. Schublade. Griff. Beine. Zweimal. Dann brauchen wir bestimmt so einen Hocker. Ja, okay, und das ist Krimskrams. Da müssen wir dann nochmal schauen, ob wir das brauchen. Ich hoffe jetzt jedenfalls, dass dieser Schrank dahin geht. Kleiderschrank. Ja, doch. Es passt schon. Das passt. Was ist denn das schon wieder? Das ist irgendwie. Es glitscht so in den Boden rein, ne? Also das nächste Schlafzimmer wird besser. Warte mal, ich drück euch jetzt mal ganz an die Wand. So, dich nehme ich nochmal weg. Auch ran an die Wand. Und dann zusammen. Ja, sieht ein bisschen besser aus. So, einmal links und rechts vom Bett. Ist komisch, dass ich immer wieder den Schrank hinstelle. Die Kartons hinpack. So. Gut. Schlafzimmersitz, Heizkörper. Na gut, den können wir da irgendwo hin verfrachten. Ja, ich will aber eigentlich das obere Päckchen nicht. Ich will nur das. Warum geht jetzt der Heizkörper da nicht an die Wand? Das kann doch nicht sein, oder? Was sind denn das immer für Bugs plötzlich? Komisch, ne? So, Schlafzimmer, Sitz, genau, zwei Stück haben wir bestellt. Einmal, zweimal. Brauche ich da einen Teppich eigentlich? Dekoration, Vorleger, ja, tatsächlich. Warte mal, dann tut das da nochmal hin. Dann tue ich das Bett auch nochmal raus. Ich denke mal, die zwei Dinger, die kann ich da liegen lassen. Das Ding liegt auch krumm, ne? Also irgendwie haut es hier in dem Haus überhaupt nicht hin mit der Ausrichtung. Es ist alles irgendwie immer ein bisschen schräg. Wenn es auch wirklich nur minimal ist, ne? Aber es ist immer irgendwie ein bisschen schräg. So, Vorleger. Gucken wir doch mal. Teppich. Was können wir denn da nehmen? Da würde ich einen großen nehmen. Großer Teppich und den dann eben hier in Kastanienbraun, auch wenn ich das eher als rot ansehe, ne? Ach, wird auch mal wieder Tag. Ja,
habe ja schon mal gesagt, ne, wenn man wenigstens irgendwie sowas hätte wie ein Wohnmobil oder sowas. Na, der ist auch nicht gerade gewesen. Den ziehen wir jetzt mal. Ne, den lassen wir da. So, du kommst dann dahin. So, ihr kommt dann in front of the bed. Gut. Und dann brauchen wir noch eine Dekoration. Da gehen wir mal auf Gemälde. Dann schauen wir mal, was wir da vielleicht machen könnten. Großes Bild wäre eigentlich nicht schlecht. Wir kaufen jetzt mal das da. Wir kaufen mal das da, weil das da weiß ich, dass auf jeden Fall groß ist. Yep. Das passt auch. Also das zählt schon mal nicht als Dekoration. Ah ja, das Bild zählt aber schon. Nee? Hä? Das war doch jetzt gerade grün. Komisch, ehrlich. So. Lamp. Gucken wir mal. Können wir mal solche hier nehmen? Nein. Solche hier, die schaut etwas anders aus, würde ich sagen. Was ist mit dir? Ja, dann nehmen wir dich. Nehmen wir rot. Körper in schwarz. Die Seile. Oh. Kastanienbraun. Beine schwarz. Zweimal. Dann machen wir. Schauen wir mal wegen Uhr. Einfach da mal eine. Ne, warte mal. Wir machen das Ding hier. Ja, nimm es einfach so, wie es ist. Die da löschen wir wieder. Gucken wir mal, ob das dann ausreicht. Bräuchten wir noch irgendwas? Ich glaube nicht. Vielleicht so ein Stuhl noch. Mal schauen, mal schauen. Ja, die passen schon ganz gut, denke ich, für die Nachttischchen. Und Dekoherz. Warte mal, das machen wir dann daher. Das zählt aber auch nicht als Dekoration. Das ist super. So. Stuhl, den wollte ich dann da in die Ecke stellen. Dann könnten wir noch einen Spiegel hermachen. Spiegel. Spiegel. Bum, bum, bum. Die sind, glaube ich, alle recht klein auch, ne? Außer vielleicht. Ach so, das war's schon. Oh, nee. Da kann ich nichts farblich anpassen. Der hier vielleicht. Soll das ein Spiegel sein? Ja, Körper, Kastanie, Licht, Rot. So. Du kommst wieder weg.
Was könnte man noch als Deko machen? Wir könnten noch so ein Sideboard machen. Jetzt mache ich nochmal Schrank. Hier vielleicht sowas da. Körperweiß, Schublade, Kastanie, Bein, Schwarz. So. Hätte ich jetzt eigentlich miteinander bestellen können, ne? Ich weiß schon. Aber mittlerweile geht es ja recht schnell mit dem Bestellen. So. Schauen wir mal, weil dann könnten wir auf das Ding vielleicht irgendeine Pflänzle oder sowas stellen. Ich weiß es nicht. So. Der Flur draußen, der ist mir eigentlich egal. Ah ja, der ist schön groß. Also hier fehlt irgendwie Schreibtisch, wahrscheinlich irgendein Schränkchen oder sowas, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Irgendwie ist das Haus anscheinend nicht gerade. Ich weiß es nicht. Ah, der Spiegel zählt als Deko. Mit irgendwie zwei so Nöppel dran hier. So, jetzt muss ich mein obligatorisches Foto machen, bevor ich hier rausgehe. So, wir machen das jetzt einfach mal ein bisschen weiter runter. Jawohl, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Und dann hätten wir eigentlich das Schlafzimmer. Ich weiß, die Wand ist jetzt ein wenig kahl, ne? Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was ich da jetzt noch hinmachen soll. Ich kann da nochmal Bilder hinkleistern. Aber das jetzt dann so schick ist. Ich denke, das reicht so. Wir haben doch eigentlich ein ganz gutes Haus jetzt halt noch eingerichtet zum Schluss. Also man sieht einfach mal die Dimensionen, ne? Das ist schon, also man braucht Platz, definitiv, alleine schon Wohnzimmer. Also Wohnzimmer muss groß sein, weil das kriegst du niemals auf einen 20 Quadratmeter Raum. Wissen wir ja, das, glaub, der Raum hat ja irgendwas um die 40, 50 Quadratmeter, ich weiß es nicht. Also die Dimensionen, die passen nicht so ganz. So, damit verabschieden wir uns von hier. Wie gesagt, das ist ja alles in Ordnung. Wir können hier nochmal ganz kurz durchgucken. Die Bibliothek, die hat mir sehr gut gefallen. Der Flur, naja gut, wir haben es halt ein wenig vollgestellt, ne? Das Bad gefällt mir eigentlich in Blau ganz gut. Das Grüne unten, das ist eine Katastrophe, da schaue ich auch gar nicht mehr rein. Die Abstellkammer. Das Büro in Sonnenblumenoptik. Jawohl. Die Dinger, die packen wir natürlich wieder ein. Die können wir aber auch hier irgendwie unter die Treppe stellen, weil nochmal brauchen werde ich die nicht. Und hier stehen sie ja dann erst einmal. Ja, ich weiß, die kann ich auch wieder verkaufen. Das kann ich eigentlich auch machen, ne? Oder mal. Oh, ich hasse so einzelne Päckchen, ne? So, packen wir gleich einmal zusammen wieder. Dann nehme ich dich mit. Verkaufe ich dich beim Möbelhaus. So, die Farben kommen aufs Lager. Die werde ich mit Sicherheit irgendwann mal brauchen. Die Fliesen bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich die in Grün nochmal verwende. So. Dann lasset uns diesen Auftrag abschließen. Ich fahre mal ein kleines Stück runter vom Grundstück. In dem tollen neuen Bus, mit dem ich jetzt eigentlich noch gar nicht so viel gefahren bin. So, ansonsten, es liegt auch nichts mehr auf dem Grundstück rum. Ah, klopf, klopf.
Schön, also die Außen, die Fassadenfarbe, die gefällt mir. Also hier hätte man noch wesentlich mehr machen können, eigentlich aus dem Haus noch wesentlich mehr Zimmer oder so. Aber man kennt halt die Dimensionen noch nicht richtig, ne? Das ist halt das Problem. Ich freue mich auch schon drauf, wenn hier irgendwie Garten mit dazu kommt, wenn wir dann hier draußen auch noch gestalten können. Also da freue ich mich echt drauf. So, E-Interaktion. Schauen wir doch mal. Einsatz abgeschlossen zu 100%. Verbrauchsmaterial kosten 71.000. Gemälde, Stangen, bla bla. Also das wird jetzt hier alles aufgeführt, was wir eingekauft haben. Und da bekommen wir natürlich auch überall das Geld dafür. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das Geld, was wir hierfür bekommen, auch alles ist. Bitte was? Belohntes Geld insgesamt 1 Million? Kann das jetzt sein? Nee, es kann nicht sein. Das muss irgendwie ein Fehler sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier 1 Million bekommen. Wir werden es gleich sehen, wenn es da oben hochspringt. So, Größe des Hauses 623, Anzahl Wohnzimmergröße, 62 Quadratmeter war das Wohnzimmer. Aber das sieht man auch, dass man die 60 Quadratmeter auf jeden Fall braucht, ne? Ausschauen tut es wie, keine Ahnung, 25 bis 30, aber es war tatsächlich 62. Naja, gut, hinter diesem großen Regal war ja noch Platz, ne? Schlafzimmer war 43, auch das ist eine ideale Größe. Küche, also so um die 40 Quadratmeter für ein Zimmer ist eigentlich optimal. Esszimmer war ehrlich gesagt ein bisschen zu schmal und zu lang. Aber man kann das natürlich alles, daraus kann man lernen, sagen wir mal so. So, hier steht tatsächlich 1.037.000. Keine Ahnung. Also Büro ist irgendwas nicht abgeschlossen. Weiß ich nicht. Heizkörper fehlt da. Warte mal. Heizkörper habe ich doch. Hier, Heizkörper. Büro. Warum fehlt der Heizkörper? Ich habe doch einen Heizkörper hier drin. Da ist er. Komisch, ne? Zwei Heizkörper habe ich sogar drin. Naja, mir egal. Ich stelle euch jetzt einfach da nochmal einen her. Oder kann ich da den hier wieder einpacken? Den hier einpacken? Nein. Okay, jetzt zählt er, dann nehme ich den eben wieder mit. Weil zum Verschenken habe ich nichts, ne? So, schauen wir nochmal drauf. So, jetzt ist das Büro hundertprozentig. Der Hausflur, das ist irgendwie dieses Regal. Was, auch ein Heiz? Nee, komm. Vergiss es. Ich bin jetzt einfach mal gespannt. Wir kriegen Erfahrung 9100, Ruhm 9100. Ob das jetzt halt stimmt, werden wir gleich sehen. Wir haben noch übrig 259, also 260.000. Und wir schließen jetzt ab. Tada! Tatsächlich Foreman, 3 von 5. Wir haben tatsächlich 1 Million bekommen. Okay, das ist heftig. So viel habe ich doch bei weitem nicht ausgegeben. Ich meine, klar, viel Zeit habe ich hier investiert, aber das ist schade, dass man dann nichts mehr sieht, ne? Krass, 1 Million. Das ist heftig. Na gut. Aber ich habe ja schon gesagt, ich werde eine Pause machen jetzt von dem Spiel. Liegt einfach daran, dass ich auf Updates warte. Mein, so lange dauert es ja nicht und es sind ja so viele andere Spiele noch, die auf ihr angezockt warten oder vielleicht sogar auf ein Let's Play warten. Mal schauen. Und ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber jetzt ist erst einmal Pause hier von Contractville.
Ich hoffe jedenfalls auch, dass euch der letzte Part hier gefallen hat. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Lasst ein Like da. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst von meinen anderen Let's Plays und Angezockt. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.